Du willst den Pfadfinder von Level 2 auf Level 3 leveln? Dann bist du hier genau richtig. Um den Pfadfinder von Level 2 auf Level 3 zu leveln, müssen wir 15 Gegner mit einer Feuerwaffe töten und 3 Gegner in weniger als 3 Sekunden töten. Das werden wir wohl mit der Pistole machen müssen, denn ich glaube, die G28, die wir hier nutzen, hat keine besonders hohe Feuerrate. So dass wir das in 3 Sekunden, glaube ich, nicht schaffen. Aber hier unten haben wir schon wieder übrigens Biwak am Harris-Forest, mein Lieblingsbiwak für die Klassenherausforderungen hier in Fennburg. Da hier immer schön viele Patrouillen sind. Snacken wir die füllen wir hier immer weg. Eigentlich kann ich den im Fahrzeug auch noch gerade wegnehmen. Hier. So, das war der im Fahrzeug. Haben wir den schon mal weniger auf der Liste. Ja, kommt da hinten natürlich noch ein Fahrzeug, aber vielleicht kriegen wir das noch hin. So. Hallo. Hallo. So. Ach, da hinten sind ja noch welche. Wo kommt ihr denn her? Au, das war böse. Übrigens, Schwierigkeitsgrad extrem eingestellt, wie immer. Ich kann es auch gleich noch mal zeigen, wie es ein. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich bin kurz vorm Exitus. Muss mich mal verarzten gerade. Ich wollte nicht nachladen, ich wollte mich verarzten, aber was soll's? Falsche Taste gedrückt. Oh, mein Bein, mein Bein. Oh. Ja, und mein Arm und überhaupt alles. Oh mein Gott, und ein Konvoi. Hoffentlich sehen die uns nicht. Fängt ja gut an hier. Gut, aber die erste, beziehungsweise die zweite haben wir schon und 7 Gegner fehlen noch. So, ich zeige euch mal gerade noch die Einstellungen, was die Schwierigkeit angeht. Gegnerschwierigkeit extrem, taktische Schwierigkeit angepasst, Interface angepasst. Seht ihr ja. Haben wir hier, ich habe viele Verbandsmaterialien, weil es wenig bringt, jetzt im Let's Play immer alle 3 Verletzungen nach zum Biwak zu laufen. Ausdauerverbrauch extrem, Verletzungen immer. Das ist eigentlich und Plätze für Primärwaffen 1. Munitionsverlust beim Nachladen an und Lebensenergie, Regeneration aus. Und dunkelste Nacht natürlich an, weil ansonsten ist die Nacht halt einfach taghell. Das ist halt einfach behindert. Wobei das schon wieder eine Beleidigung für behinderte Menschen wäre. Das ist einfach total beschissen. Guck mal, da haben wir noch einen Gegner. Mehr Feuerkraft hätte jetzt nicht geschadet. Zack. Und er denn her? So. Bleiben es nur noch 5, die wir töten müssen. Da hinten sind 3. Meint ihr, die kriegen wir? Ich habe keine Ahnung, wie die Reichweite ist. Ich teste mal gerade. Das wird aber knapp hier. Oh, das war drüber. Oh, einen getroffen. Nice. Ist der gestorben? Tatsächlich? Krass. Boah. Also ich glaube, die G28 hat ordentlich. Oh, wer kommt? Ei, ei, wer kommt denn da? Upsi, Magazin leer. Zeit für eine Granate! Das sollte Schaden anrichten. Rums. Das war's mit dem. Sagen wir was mit denen da hinten? Die sind immer noch aufgescheucht, oder? Da hinten. Bam. Manchmal kommt er trotzdem, obwohl ich das hat, soweit deaktiviert habe, noch so ein Böppel. Das ist ein Bug, der ist schon seit der Beta drin und der wurde einfach nie gefixt. Ach, guck mal da. Wiedersehen. Noch einer? Ja, da kommt raus aus deiner Deckung. Schön. Hat der sich schon wieder. Was ist mit den Gegnern, dass die sich immer unter meinen Schüssen durchducken? In der letzten Folge auch schon. Problem ist, wir haben jetzt noch 2 Gegner und wir brauchen nur noch einen für den Level. Ja, Summer. Hallo, Aiming. Aim hat Urlaub. Gut, wir sind auf jeden Fall auf Level 3. Das ist schon mal sehr nice. Abonniere auf jeden Fall den Kanal, wenn es dir gefallen hat. Und wenn du mehr erfahren willst, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.